Carnosaurier waren die dominierende Theropodengruppe im Jura und in weiten Teilen der Kreidezeit, aber auch sie hatten ihr Ende in der späten Kreidezeit gefunden. Es gibt einen mysteriösen potenziellen Carnosaurier in Nordamerika, der die Carnosaurier-Herrschaft in der späten Kreidezeit ausgedehnt hätte. Es war der letzte Riesenkiller Nordamerikas, Siatz, der Menschenfresser. Siatz Microrum wurde erstmals 2013 von Zano und Makovicki beschrieben. Der Gattungsname leitet sich von Siatz ab, einem menschenfressenden Ungeheuer in der indischen Mythologie der Ute. Obwohl Siatz sehr fragmentarisch ist, kamen die Paläontologen auf ein Gewicht von 3,9 Tonnen. Die Autoren schrieben jedoch auch, dass das Holotyp-Exemplar bereits diese Größe hatte, obwohl die sichtbaren neurozentralen Nähte keine Verknöcherung aufwiesen, was darauf hindeutet, dass es sich um ein unreifes oder halbwüchsiges Individuum handelte. Siatz ist aus Paläo-Dokumentarfilmen bekannt, insbesondere aus T-Rex. An Evolutionary Journey von 2016. Taxonomisch ist Siatz ein einziges Chaos, da es sich um einen neovenatoriden Allosauroiden oder einen Coelurosaurier mit unsicherer phylogenetischer Position handeln könnte, zum Beispiel einen Megaraptoren oder einen Tyrannosauroiden. Da Siatz ein Neovenatoride oder Megaraptoride sein könnte, könnten wir uns vorstellen, dass er riesige Klauen hat. Wenn wir die Körperlängen des Allosauriden Saurophaganax und des Megaraptoren Megaraptor skalieren, erhalten wir eine Krallenlänge von 24 bis 39 cm. Wie immer sind diese Schätzungen mit Vorsicht zu genießen, da Saurophaganax und Megaraptor außergewöhnlich lange Klauen hatten und die Skalierung der Körperlänge zu Krallenlänge keineswegs genau ist. Außerdem ist zu beachten, dass die Keratinschichten in den Klauen der Theropoden normalerweise nicht gut erhalten bleiben, was bedeutet, dass die Klauen im Echt theoretisch noch größer sein könnten. Sicher ist, dass Siatz kleine Beutetiere mit seinen scharfen Zähnen und Klauen regelrecht zerstückelt hätte, indem er sie entweder mit einem Initialbiss schwächte und dann zum Angriff überging oder den Ornithischia oder juvenilen Sauropoden mit seinen Klauen und Schädel so hart und oder oft schlitzte oder biss, dass es ziemlich schnell vorbei war. Bei größeren Tieren, nämlich erwachsenen Sauropoden, in der Annahme, dass Siatz ein Carnosaurier ist, scheint Fleischfeiden sehr wahrscheinlich zu sein. Bedeutet im Endeffekt das Anknabbern und Snacken von Sauropoden, anstatt das Tier unbedingt zu töten. Diese Technik ist mittlerweile immerhin eine der bekanntesten Jagdstrategien der Carnosaurier. Da Neovenator, Achillanthesaurus und Siatz so ähnlich aussehen und Siatz ein Carnosaurier sein könnte, nehmen wir für dieses Video dieses Kladogramm, das Siatz innerhalb der Neovenatoriden zeigt, die entweder eine Carcharodontosaurier oder Coelurosaurier Untergruppe ist. Bei den Neovenatoriden handelt es sich um mittelgroße bis große Theropoden mit scharfen, gezackten Zähnen, riesigen Klauen an den Händen und einem langen, tiefen Schädel. Wenn es sich bei Siatz um einen Neovenatoriden handelt, stünde er innerhalb der Gruppe in Sachen Größe an zweiter Stelle hinter Chilanthesaurus. Da es sich bei unserem Holotyp jedoch nicht um ein ausgewachsenes Exemplar handelt, könnte er auch vielleicht noch größer sein als Chilanthesaurus. Wer weiß? Wenn man den schrecklichen Namen Menschenfresser bedenkt und dazu die Größe, die langen Krallen, die scharfen, gezackten Zähne und den Carnosaurier-Bauplan beachtet, fällt auf, dass Siatz neben Saurophaganax das engste an einem echten Indominus Rex ist, das die Evolution je hervorgebracht hat. Wenn es sich bei Siatz um einen Neovenatoriden aus der Gruppe der Carcharodontosaurier oder um einen Carnosaurier handelt, hätte dies ihre Herrschaft über Nordamerika um satte 15 Millionen Jahre verlängert. Siatz lebte vor 94,6 Millionen Jahren in der Cedar Mountain Formation von Utah, die vor allem für Utahraptor, Deinonychus und Acrocanthosaurus bekannt ist. Keiner von ihnen hätte jedoch nebeneinander gelebt, denn die Cedar Mountain Formation enthält Fossilien von vor 140 bis 94 Millionen Jahren. Siatz liegt genau an dem Ende der Zeitachse dieser Formation. Andere Tiere des cenomanischen Abschnitts der Cedar Mountain Formation umschließen den Crocodyloform Dakota Suchus, die Schlange Coniophis, die Amphibie Albana Peton, der Lungenfisch Ceratodus, Knorpelfische wie Hybodus und Säugetiere wie der Jugulator.
Zu den Dinosauriern gehören der kleine Tyrannosauroide Moros, die Ankylosaurier Animanta, Cedapelta, Peloropleids und die Neonitischia Eolambia, Fauna und Iani. Siaz wäre der Endboss in der Cedar Mountain Formation gewesen, vor allem in chronologischer Hinsicht, da er nicht nur einer der größten terrestrischen Raubtiere ist, die Nordamerika je gesehen hat, sondern möglicherweise auch der letzte Riesenkarnosaurier der Region und der Formation, was auf eine Verschiebung der Machtdynamik hindeutet. Und wir alle wissen, was nach dem Aussterben des Siaz geschah. Es war die Zeit des Aufstiegs der Tyrannosaurier. Das war's mit diesem Video. Natürlich gerne auch ein Like da lassen, wenn du mehr solcher Videos sehen willst. Du kannst diesen Kanal auch abonnieren, um mehr über Dinosaurier und Urzeit zu erfahren und um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Der Instagram-Account für Fitnessmotivation und Inspiration ist meine persönliche Empfehlung für euch. Weiters gibt es auch noch einen Twitter-Account und damit wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend.